So, jetzt. Was nun? Aktuelles Ziel wäre hier drüben. Wir könnten einfach mal hier hochgehen und dann einen Außenposten machen. Jo, okay. Gibt's hier ein Auto? Nee. Stabil. Nee, ich lock die jetzt mal nicht hierher. Wir haben den kompletten Bunker hochgejagt und die zwei in der dicken Panzerung waren mittendrin. Ich meine, es waren jetzt noch voll viele Leute im Haupthangar. Jetzt alle erwischt. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt noch jemand am Leben ist. Holy. So, wie lange streamen wir überhaupt schon wieder? 2 Stunden 44. Krass, Alter. Wenn man Spaß hat, dann verfliegt die Zeit. Und hier hinten gibt es direkt das Relikt in einer verlassenen Mine. Warnung. Okay, das kennen wir schon. Man ist da nicht versichert, ganz wichtig. Keine Haftung. Relikt nehmen. Nice. Der Relikt 81 von 120 gefunden. Ich frage mich halt, wie es ist, wenn jetzt die Server abgeschaltet werden mit Achievements. Kann man dann immer noch Achievements freischalten? Oder nicht mehr? Aber wenn das immer noch geht, das wäre halt Premium. Let's go, Kiste plündern. Okay, hier hinten haben wir auch noch eine. Wenn wir schon hier sind, kleines versunkenes Dorf hier. Nehmen wir das schon mal mit. Und hier draußen haben wir auch noch mal was. Okay. Bin guter Dinge, dass es mit dem Geld funktionieren wird. Wir können uns immer noch die ganzen Skins kaufen für die neuen Waffen und Aufsätze. So viele Sammelobjekte, glaube ich, sind es gar nicht mehr, dass das ein Problem ist von der Menge. Wir sind im Endgame angekommen. Yo, what the fuck, was habt ihr denn vor? Ja. Ich wollte eigentlich hier hoch, ne? Zum Lagerdepot trockene Palme. Das war eigentlich mein Ziel. Kann ich mir da mal irgendwie hier den ausleihen oder so? Wäre das okay? Wenigstens ist das nicht die Insel mit den Atombombentests. What? What? Danke. So, dann machen wir jetzt mal den Außenposten hier. Den können wir durch wegsnipen. Mehr sehe ich noch nicht. Da hinten. Ein. Ah, okay, ein kleines Vierbar. Ist okay. Klein Vieh macht auch Mist. Käfig ist offen. Enjoy. Ist ein bisschen unlucky. Das Vieh hat keinen gewittert. Das greift jetzt auch nicht an. Was machen wir denn jetzt? Oh, das soll jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich schaff's nicht mehr, eine Mission hier zu schleichen. Mir ist es auch vollkommen egal. Alter, das war knapp. Ich habe gerade so noch den Alarm deaktiviert und bin gestorben. Oh Mann, ey. Okay. Vielleicht ist es noch zu heftig. Wo sind wir denn hier drüben? Ich kann es mal von der anderen Seite probieren. Oder wir lassen es erstmal ganz sein. Hier bei Gastown gibt es noch einiges zu sammeln. Gehen wir erstmal dahin. Ich bin froh, dass wir jetzt nicht mehr die ganze Zeit angerufen werden. Das ist schon mal ein Fortschritt. Munition auffüllen. Kaufen, jawohl.
weiter geht's. So. Ich glaube, wir machen es heute wie gestern, dass wir so zwei Streams machen. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt mache. Und wenn wir dann halt irgendwann fertig sind, machen wir einen Break und abends dann nochmal. Shit, Mann. Ich hab verkackt. Dreh, Junge, dreh. Ich muss hier unten rein irgendwo. Da ist die Höhle. Nice. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, es ist so knapp. Ich bin so einen Meter daneben gewesen. Ein Meter. Es ist so ehrenlos. Oh nein. Imagine. Oh no. Wie soll man denn dann da reinkommen? Also ich glaube, das ist sicher nicht der legitime Weg. Da muss es einen anderen Weg geben. Mal gucken. Kiste übersehen. Mal schauen. Okay, also hier runter kann ich noch. Aha. Get ready. Ich kann meinen Wingsuit nicht aufmachen. Okay, das war's. Scheiße, Mann. Sekunde. Ja, okay, wir müssen heute Abend mal gucken. Allzu lang mache ich heute Abend nicht, weil ich morgen mal in der Früh wieder arbeiten gehen muss. Aber ist nicht wild, ist nicht viel. Ich erledige es bloß immer gleich gerne vormittags. Far Cry 6 konnte man am Wochenende gratis spielen. Hast du es gespielt? Wie war's? Geht jetzt erstmal auf die andere Seite. Scheiß auf das Relikt, das holen wir später. Erstmal was, was wir sicher holen können. So. Ich habe bloß gesehen, dass es in Far Cry 6 jetzt auch Anspielungen auf Vars gibt. Irgendwie noch mit Erinnerungen oder so. Aber keine Ahnung. Das war überall, auch in Far Cry 3, wenn man in Steam da den Community-Ding da runter scrollt. Ist alles voll damit. Unter dem Haus befindet sich ein Brief. Ist hier ein geheimer Eingang eventuell? Nein. Oh mein Gott. Hier ist ein geheimer Eingang. Hier Gräber. Hat sich hier legit jemand einen Bunker gebaut? Gucken wir mal nach. Das wurde deaktiviert. Er war ganz gut, aber es gab keine Erfolge, die man freischalten konnte. Achso, man muss quasi das Spiel besitzen, um Erfolge zu kriegen, ne? I see. Also bei Steam, also wenn es bei Steam war, zumindest bei Steam wäre es immer so. Ich glaube, das Game, wenn du nicht besitzt, sondern nur testest, dann kriegst du keine Achievements. Verlorener Brief. Es gibt ja auch Remote Play Together. Wenn du den Partner dann quasi einlädst, kriegt er auch keine Achievements. Erks dritter Brief. Wer immer das hier liest, okay, hab mich von Lacey Brunstorm und ihrem Yabu-Fotos ablenken lassen, aber das würdest du verstehen, wenn du sie kennen würdest. Ich glaube, die dreht jetzt Pornos. Das muss ich echt mal abchecken, Alter. Das ist echt zu geil. Jedenfalls, ich muss Gilbert aufhalten. Na, ich habe Gilbert beigebracht, wie man den Stift aus seiner Granate zieht und wie man die wirft. Und jetzt gefällt ihm das. Dem gefällt das, irgendeinen Scheiß in die Luft zu jagen. Und den anderen Affen zeigt er es auch. Wartet, nein, noch besser. Er zeigt ihnen, wie man den Stift zieht, aber nicht, wie man wirft. Das ist doch krank. Dieser Affe ist total gestört, Mann. Jedenfalls, ich folge dem Geknalle der Granaten. Der Kleine kann ja nicht ewig wegrennen, Hörg. Scheiße. Der Typ ist so durch. Oh mein Gott. Alter. Scheiße, Mann. Hörg ist einfach so durch. Das fand ich nicht so cool. Ja, aber ich meine, keine Ahnung. Durchspielen kann man es ja sowieso nicht in so kurzer Zeit, ne? Dass man die Achievements kriegt. So. Okay. So, und jetzt gehen wir hier hoch, weil das eine Relikt, ich habe keine Ahnung. Pinkelblut heute, macht dich fertig.
Ich weiß nicht warum, aber ich muss. Ich musste einfach. So. Oh, da kommt Verstärkung. So. Gut. Relikt nehmen. 82 von 120. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ja, es ist halt die Frage, wie kommen wir an dieses eine Relikt? Gibt es hier irgendwie einen Höhleneingang oder so? Hier ist ein kleiner Höhleneingang, aber wahrscheinlich für die Beutekisten hier. Ich sehe hier nicht irgendwie, dass da eine Höhle markiert wird. Wir werden es jetzt nochmal mit dem Wingsuit probieren, weil es gerade einfach gut funktioniert hat. Es war halt schon sehr knapp, ne? Das kriege ich hin. Wir fliegen da jetzt mit dem Wingsuit rein mit Fallschirm. Das ist der Plan. So, jetzt erstmal hier ein bisschen nach draußen und dann machen wir gleich die Kurve nach links. Get ready. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon zu tief. Könnte knapp werden. Oh, das könnte richtig knapp werden. Scheiße, Mann. Das ist schon wieder zu wenig. Ich glaube es ja nicht. Okay, neuer Versuch. Ich bin dann gespannt, was der legitime Weg ist, wenn wir da mal drin sind, wie man da wirklich hinkommen soll. Das sehen wir ja dann, wenn wir auf dem Pfad folgen. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie so eine Bude, irgendwie so ein Kellereingang. Was ihr wohl heute kocht? So. Also, jetzt hier hart nach rechts. So, perfekt. Fallschirm öffnen. Und wir sind drin. Oh mein Gott. Wir haben's. Relikt nehmen. Und ich glaube, man muss das legit so machen, oder? Es gibt gar keinen anderen Weg hier rein. Man muss mit dem Fallschirm und Wingsuit hier irgendwie reinkommen. Lol. Krass. Haben wir das auch. Haben wir das jetzt auch? Sollen wir hier nach unten? Hä? War ich noch zu schnell? Okay, heute ist der Tag der komischen Unfälle. What? Ein neuer Versuch. Kommt schon. Jetzt hier nach unten und dann mache ich früh genug den Fallschirm auf, nicht wieder so spät. Komm schon. Und jetzt. Jetzt hat's gereicht. Ist ja wahrscheinlich auch viel zu schnell gewesen gerade. Okay, hier unten wird gekämpft. Ich bin schon unterwegs. Raki hat gegen Söldner. Erledigt. Ihr seid sicher. Alles in Ordnung. Zivilisten gerettet. Ich bin der Größte. Hier können wir rein. Und zugenagelt hier. Nur warum? Was hier drin? Geld? So. Also so Bild ist hier eigentlich gar nichts. Hat einfach jemand zugemacht. Oder meint. Ach komm schon. So. Okay, hier gibt's noch Munition. Kubanische Zigarren. Okay. Also ich würde es jetzt auch wieder nicht übertreiben mit Sammeln. Don't worry. Ich würde fast sogar mal hier rüber gehen. Und da mal lieber was suchen. Ach ja, aber wir müssen halt schauen, dass wir, das ist halt mein Wunsch, das fertig kriegen, bevor wir die letzte Story-Mission angehen. Dass wir wirklich mit den Credits sagen können, okay, wir sind jetzt durch.
Das wäre mal wieder ein Traum, vor allem wenn es bei einem Open-World-Spiel funktioniert. Das wäre wirklich wundervoll. Das würde mich freuen. Ich glaube, das letzte Game, wo wir wirklich mit den Credits aufgehört haben, war Prey 2006. Da haben wir wirklich mit den Credits, waren wir fertig. Letzte Folge. Prey war aber auch mega gut. Gibt's auf YouTube? Einfach suchen. Die Playlist gibt's. So. Und hier vorne ist angeblich der Eingang. Okay, muss ich das... Muss ich wahrscheinlich aufsprengen oder so? Gucken wir mal. Vorsicht. Tatsächlich, wir mussten es aufsprengen. Und jetzt können wir hier rein. In einen kleinen Bunker. Da wollte sich jemand vorbereiten aufs Schlimmste. Relikt. Und noch mehr Truhen. Prey. Kennst du Prey? Hat jemand was zugemauert? Geht's nicht weiter. Let's go. Okay, hier lang. Prince, hello, welcome. I'm fine, how are you? Nice to have you here. Okay, es wird langsam. Ich würde mal gucken. Irgendwie, ich mag das Relikt da einzusammeln. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie ist dieses Geräusch sehr entspannend. Ich freue mich auf Callisto-Protokoll. Das ist so dieser Dead Space-ähnliche Ableger, ne? Das habe ich schon ein bisschen Gameplay auch gesehen. Das war sehr, sehr brutal. Das könnte sehr geil werden, ja. Aber ich bin so ein bisschen vorsichtig geworden, sagen wir mal, was so neue Releases angeht. Ich hatte Cyberpunk, Battlefield und, also Battlefield 2042 und Dying Light 2, wobei Dying Light 2 noch der beste von denen war. Das war wirklich ein gutes Spiel eigentlich, wo ich trotzdem irgendwie zum Release enttäuscht worden bin. Bei Cyberpunk massiv, bei Battlefield bisschen über Medium enttäuscht. Das war trotzdem, ich hatte Spaß beim Release zu spielen, aber es war halt trotzdem nicht das, was halt versprochen wurde. Und Dying Light hatte halt auch viele Sachen, die halt gefehlt haben. War halt einfach so. Das Reviews dafür gibt, ja, ist wahrscheinlich das Gescheitste. Ich bin halt einer, der immer gerne auf direkt vorbestellt und so. Und das ist halt das Problem. Dann weißt du halt nicht, was du kriegst, ne? Warum sollen wir uns hier durchsprengen? Was ist hier? Nichts. Stabil. You've been just told about this today, this morning? What, about my stream or what? Thank you for the follow, welcome. I don't really understand. So, hier vorne landen wir einfach mal. Es macht so viel Spaß hier rumzufliegen. Es ist so cool. The game, ah, okay, I see. It's an awesome game. You can absolutely buy it and no regrets, it's fantastic. Great story. So, wir müssen gleich mal weiter. Einfach mal hier schauen, dass ich so die Relikte ein bisschen, ne? Dann machen wir vielleicht gleich nochmal eine Story-Mission. Und dann gucken wir weiter. Das war knapp. So, hier unten ist ein Höhleneingang. Weiß ich, wenn ich S drücke, müsste ich langsamer nach unten gehen. Also eher auf der Position, anstatt nach vorne zu gleiten. Mit dem Fallschirm. Nehme ich jetzt mal an. Freust du dich auf Zelda Breath of the Wild 2? Ich habe den 1er noch nicht mal gespielt.
Ich habe zwar oben eine Switch stehen, aber ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Den muss ich mir erst noch kaufen. Den spielen wir dann, wenn dann auch im Stream auf jeden Fall. Aber deswegen kann ich mich halt nicht wirklich auf den zweiten Teil freuen, weil ich halt den ersten noch nicht gespielt habe. Aber es ist auch ein mächtiges Spiel. Also, ich glaube, das bietet viel Content. Sagen wir mal so. Nice. 87 von 120 Relikten, here we go. Wäre ziemlich cool, wenn du es im Stream spielen würdest, also auf jeden Fall. Ich habe eh vor, so ziemlich alle Games, die ich irgendwie zocke, irgendwie zu streamen, aufzunehmen für YouTube. Deswegen, gar kein Ding. So. Fehlt nur noch eine PlayStation. Ich hatte legit vor, jetzt nicht unbedingt demnächst, kann auch noch ein Jahr, Jahre kann es auch meinetwegen noch dauern, hatte ich vor, wieder mit Destiny 1 anzufangen. Destiny 1 ist ein so gutes Spiel. Das ist in meiner Top 3 meiner Lieblingsspiele. Und das gibt's halt nur für Konsole. Ich habe hier schon eine Xbox stehen. Aber das würde ich auf jeden Fall dann irgendwann mal wieder anfangen. Jetzt noch nicht, die Zeit ist noch nicht reif, aber irgendwann werden wir Destiny 1 richtig hart reinsuchten. Die Zeit wird irgendwann kommen. PlayStation gibt es halt auch viele coole Spiele, ne? Aber ich hatte halt schon immer eher eine Xbox, ne? Also ich habe zwei PlayStation 1en und ansonsten halt Xbox. Aber ich bin davon nicht abgeneigt. The Last of Us, das kommt jetzt für PC raus, ne? Glaube ich, soweit ich weiß. Das soll es ja ein Remake geben, das dann auch für PC erscheint. Also PC priorisiere ich sowieso über Konsole, wenn es möglich ist, wegen einfach Qualität vom Spiel, dann nochmal was Grafik angeht und so. Und Auflösung, Performance, alles drum und dran. Ja, genau. Da kommt das Remake. So, es kommen ja jetzt eh noch so viele Spiele dann raus nächstes Jahr. Da kommen, oh, jetzt lass mich mal überlegen. Es kommt Forest 2. The Forest 2. Das Harry Potter Legacy Spiel. Das könnte mega gut werden. Dann, was haben wir noch? Es war eine Handvoll, also. Horizon Zero Dawn gibt es auch für PC, das weiß ich. Das habe ich auch schon in meiner Wunschliste, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Sowohl es zu kaufen, als es halt irgendwie zu spielen. Aber ist alles auf der Liste. Wart's mal ab. Alles wird wieder gut. So, wo ist hier die Gegend? Ja. Ruhe in Frieden. Oh nein, ich wollte kein Sauerkraut pflücken. Ich wollte ihn plündern. Egal. Okay. Weiter geht's. Also den Brief holen wir uns noch und dann machen wir wieder was anderes. Das ist richtig geil. God of War ist auch auf PC. Ich meine, ich finde das mega, dieses mit dem Zombie-Spiel mit dem Motorrad, wie ist denn das? Weißt du, was ich meine, ne? Wo du diesen, den Typen mit der Kappe, die er falsch rum auf hat, spielst. Ah, fuck, Mann, wie heißt das? Days Gone, genau. Days Gone. Das gibt's auch für PC. Finde ich auch mega gut. Das habe ich damals, als das Gameplay auf der E3 erschienen ist, fand ich das so geil, das Spiel. War so schade, dass es nur für PlayStation gab und jetzt ist es halt auf PC. Jetzt können wir das auch irgendwann mal zocken. Ah, es gibt so viele Games. Und dann habe ich halt die Bibliothek in Steam eh noch voll. Wir haben so viel zu erledigen. Also die Spiele werden uns lange nicht ausgehen. Ganz sicher nicht. Der Vertrag wurde aufgekündigt, dass es exklusiv ist. Upsi. Was ist denn da los? Rise Son of Rome. Mega. Das ist auch eins der Spiele, die ich schon mal angekündigt hatte. Ich glaube in Assassin's Creed 1 am Ende.
als wir das Let's Play haben, habe ich gemeint, so als nächstes kommt dann ein Spiel, das ich weiß nicht, was ich gesagt hatte. Aber ich habe es ein bisschen angeteasert. Aber dann ist daraus nichts geworden, weil ich, glaube ich, Assassin's Creed 2 gleich weitergemacht habe. Detroit Become Human, genauso. Wieder ein Spiel mehr auf der Liste. Oh Mann, ey. Da könnte man den ganzen Tag weitermachen. So. Aber ich habe Bock auf jeden Fall, wenn wir jetzt einmal hier durch sind mit dem Todesmonat hier mit Ubisoft, dann vielleicht mal wieder ein paar kürzere Games erst einzusteuern. Also nicht unbedingt jetzt so Open World komplett krass, sondern vielleicht mal so ein ganz kurzes Story-Game, das man in Kürze durchspielen kann. Meinetwegen vielleicht sogar mal ein Horror spielen. Obwohl nicht Spooktober ist, aber ich habe ja mal versprochen, wenn wir 250 Follower knacken, kommt wieder ein Horror-Game. Muss ich mich ja auch dran halten, ne? So, verlorener Brief, let's go. Auf der Artillerie-Stellungen. Masahiros Brief. An Oberst Imada Daichi, Dr. Koga hat dort versucht, die beiden Projekte zu sabotieren. Doch wurde er bei der Festnahme erschossen und wir konnten ihn so nicht zu seinen Motiven befragen. Glücklicherweise ist kein großer Schaden entstanden. Ich ersuche Sie, für Dr. Koga so bald wie möglich einen Ersatz zu schicken. Oberstleutnant Yamada Masahiro. Ist aber nicht der, den sie erschossen haben, ne? Oder? Oder doch? Nein, kann schon sein. Es gibt viele gute kleine Spiele. Schon, auf jeden Fall. Nur ist es halt so das Problem, wenn ich jetzt so nachdenken müsste, was so ein gutes, kurzes, kleines Spiel ist. Fällt mir auf Anhieb nicht sein, ne? Also ich hätte jetzt gerade nichts im Sinn. Ich habe gerade im Kopf wirklich bloß so 200 Stunden Bomber, die wirklich lange dauern. So, können wir da noch schnell hingehen? Nehmen wir kurz den Buggy. So. Heute ist übrigens schon Folge 5 erschienen von Far Cry 3. Da sieht man mal, in welcher Geschwindigkeit wir das aufnehmen, weil ich glaube, wir kratzen langsam schon mal an der 100-Folgen-Marke, was wir aufgenommen haben. Locker. Also das ist schon eine Ansage. Okay. So, und jetzt machen wir mal wieder eine Mission. Haben wir hier mal alles gecleant. Wir könnten mal hier Vaters Bürde machen, diese Nebenquest. Interessiert mich, was ist Vaters Bürde? Lass mal kurz verkaufen. Schnellverkauf, let's go. Munition auffüllen. Okay. Auf geht's.